I just about given up on you ever waking up. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been thinking about that. It was dark. Maybe I just saw a shadow. Chasing a shadow? That's very unlike you, old boy. Usually you scurry off in the opposite direction. I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Well, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're peeking at us through the windows. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, teddy bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Let's uncover your secrets, Gorvik. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Drogon. Ja, ich muss mich noch so ein bisschen mit dieser ganzen Geschichte hier anfreunden. Vielmehr bezüglich der Speicher- und Ladetechnik, die hier vorherrscht. Es wird immer mal wieder so Überschneidungen geben und ich werde wahrscheinlich immer mal wieder in Situationen kommen, wo ich vielleicht Sachen nochmal nachspielen muss, bis ich an die Stelle komme, wo wir dann ausgestiegen sind. Schauen wir mal, irgendwie in diese Richtung wird sich das Ganze hier wohl bewegen. So, wir haben hier eine Zeichnung, die wir gemacht haben. Einmal hier sehen wir, ne, diese, wie nennt sich die? Diese Puppe hier fürs Nähen, wenn man irgendwelche Kleidung hat, da so eine, ich komme jetzt nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Schal dabei, dann so eine kurze Skizze über Gravik selber, oder Gravik vielmehr, ne? Einmal hier die Kirche, so ganz unscheinbar da so in der Ecke. Etwas deutlicher zu sehen, das Haus, in dem wir untergebracht sind, wo unsere Gastgeber immer noch nicht aufgetaucht sind. Und dann die übrigen Gebäude, soweit wir sie gesehen haben, uns vielleicht auch schon angeschaut haben. Der Weg vom Anlegesteg bis zum Haushalt, dass wir so abgegangen sind. Ja, das verschwundene Boot, ne, ist natürlich auch lustig. Ich guck mal, mit A und D können wir da hin und her blättern. Gibt es schon was Vorheriges? Nein, aber was Nächstes? Nächstes gibt es. Das ist wohl der Brief, den wir von unserer Gastgeberin bekommen haben. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Herlesen. 4. August 1923. Sehr geehrter Mr. Harden. Hatten wir das schon gelesen? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei guter Gesundheit. Mein Ehemann Johann und ich haben Ihren am 9. Juli geschriebenen Brief erhalten. Wir möchten Sie hiermit im Oktober in unser Heim einladen. Machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie uns zur Last fallen könnten. Wir haben nur ein Kind, unsere Tochter Ruth, und mehr als genug Platz für einen Besucher. Wir waren sehr besorgt, vom Verschwinden Ihrer Schwester zu erfahren. Unglücklicherweise haben wir keine Neuigkeiten für Sie. Ich glaube auch nicht, dass sie schon in Gravik angekommen ist. Aha. Wie kommt der Schal dann hier hin? Ich habe nachgefragt und werde Ihnen einen weiteren Brief schicken, wenn ich etwas erfahre. Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht und dass es auf ihrer Reise lediglich eine Verzögerung gab. Was ihre Reise angeht, so fürchte ich, dass es leider keine Fähre mehr von Alsund nach Gravik gibt. Sie werden also selbst einen Transport über den Fjord arrangieren müssen. Bei Ihrer Ankunft finden Sie unseren Hof und unseren Hof auf den Hügel. Es gibt eine Straße von der Anlegestelle aus, die am Laden vorbeiführt.
Unser Hof ist leicht zu erkennen. Es ist das größte Haus im Dorf. Bitte schreiben Sie uns noch einmal, wann Sie Ihre Reise geplant haben oder von Ihrer Schwester hören. Mein Ehemann und ich freuen uns darauf, Sie im Oktober persönlich kennenzulernen. Hochachtungsvoll, Anna Friedland. Oder Friedland, vielmehr. Okay, also Sie behaupten, die Schwester wäre da noch gar nicht angekommen? Gut, Moment. Geschrieben hat sie am 4. August. Und eingeladen sind wir im Oktober. Ist nur ein bisschen Zeit dazwischen. Ich meine, sie könnte theoretisch natürlich nach, ne, dem 4. August dort eingetroffen sein. Die Sache ist, also das ist durchaus möglich. Insofern ist es also jetzt nicht so verwunderlich, weil ich erst vermutet habe, dass der Schal dann dabei da ist. Was natürlich seltsam ist, dass sie dann halt nicht ihn angeschrieben hat, so wie sie das hier angekündigt hat in dem Brief, ne, wenn da irgendwas sich ergeben sollte. Dann hätte sie sich gemeldet und andersrum hätten wir uns gemeldet, also ne, ihr Bruder sich hier gemeldet, wenn er was von seiner Schwester erfahren hätte. Es ist ein bisschen seltsam. Sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen seltsam. Gut, haben wir sonst noch was? Nächstes. Erstmal die beiden Sachen. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Achso, das ist unser Journal. Alles klar. Da hat man was vergessen zu übersetzen. Böse. Regen im Haus. Shift halten zum Laufen. Ja, kenne ich. Ja, das habe ich schon festgestellt, dass ich, wenn ich jetzt hier Shift drücke, dass wir dann hier rennen können. So, ein bisschen. Da kommen wir nicht rein. Das werden wir wahrscheinlich nicht öffnen können. Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Da sind weitere Gebäude. Ich meine, dass irgendwelche Stallungen sein werden. Das eine könnte irgendwie so ein Vorratsraum gewesen sein für irgendwas. Aber ich bin da kein Experte drin. Also, das, was wir uns zuerst umgeguckt haben. Ich mutmaße jetzt nur. Ja, betreten können wir die leider alle nicht. Insofern also schließt sich die Funktion der einzelnen Gebäude jetzt erstmal so für uns nicht. Zumindest für mich nicht. Gut. Laufen oder nicht laufen ist die Frage. Runde zum Ort oder hier lang? Ich geh mal hier lang. Ich denke mal, das wird uns zur Kirche führen, dieser Weg. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Vielleicht auch nicht. Im Augenblick geht es mehr so nach unten statt nach oben. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ja, den einen Hügel runter, um dann den anderen Hügel rauf mal zu marschieren. Das wäre so eine Möglichkeit. Okay. Ah. Ach, das darf man nicht. Erst wird es als Kringel angezeigt, so nach Möglichkeit. Ah, da kann man was machen und dann, nee. Computer sagt nein. Das ist bestimmt ein Brunnen, vermute ich mal ganz stark, jo. Hallo, echo. Okay, mit dem Brunnen können wir nichts machen. Hier sind... Wo ist sie? Ah, da hinten. Okay. Ja. Ich bin hier unten, ich komme gleich rauf. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie... Ja, ist ja gut. Vorrader? Heißt das Verräter? Okay. Die ist manchmal so ein bisschen nervig, ne? Das ist, ja, ich meine, boah. Lass mich doch gucken. Da können die nichts machen. Ich kann auch nicht irgendwie klopfen oder so. Hier ist irgendwie... Das ist irgendwie komisch. Vor allem Verräter. Soll das der Bruder sein? Möglicherweise. Oh Mann, Gott. Sehr gut, Alice. Ich hab's verstanden. Up here, Teddy.
liebe Entwickler, so was muss doch nicht sein. Wenn man das einmal oder zweimal sagen lässt und dann hier, spätestens dann, wenn man hier auf F drückt, ja, um sie dann irgendwie zu finden, sollte das Spiel oder überhaupt irgendwie so ein Programm dann registriert haben, aha, er hat das registriert und gut ist. Such a beautiful day. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Das ist wohl richtig. Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? I thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point. Like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. Sie macht sich das Leben einfach. Ja gut, jetzt ich will erstmal nicht mit ihr reden. Gut, sie weigert sich da irgendwie zu klopfen. Hier kommen wir nicht rein. Jetzt bei der ganzen Geschichte, ganzem Hin und Her. Oh, ich hänge hier fest. Wo habe ich jetzt nicht geklopft? Ich glaube hier. Oder versucht irgendwie zu klopfen. Ich meine, das wäre hier dieses Gebäude gewesen. Ach, schon mal einer, guck. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Das wird wahrscheinlich verschlossen. Oh, es ist nie verschlossen. Hallo? Hallo, Avon-Berater? So, reingehen machen wir nicht. Ich meine, gut, ist auch, wäre auch, würde sie nicht schicken, hier irgendwie in die privaten Räumlichkeiten von Leuten, die man nicht kennt, da einfach so einzubrechen. Das ist, nee. Macht man nicht. Ist nicht schön, das ist nicht nett. Und, ja. Ich meine, wir können es nochmal versuchen, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Entschieden auf die W-Taste drücke. Er bewegt sich kein Millimeter vorwärts. Nee, alles gut. Einfaches Haus. Irgendwie ein Raum, wenn man das hier richtig gesehen hat. Mit Schlafmöglichkeit natürlich. So ein ähnliches Bett, wie wir es in der einen Stube da gefunden haben, wo ich da am Rätseln war, was das genau sein soll. Das ist wiederum nur ein Stall, nur in Anführungsstrichen, natürlich verstellt. Ne? Die stellen alle ihre Wagen und Karren, was auch immer, genau in den Weg, damit man da nicht reinkommt. Das ist hier so Tradition. Das machen die Leute hier im Ort so, um den anderen Leuten von vornherein klar zu machen. Also hier ist nicht, es ist nicht erlaubt, da einfach mal so rumzuschnüffeln. Ne? Das haben wir nicht gerne. Wer, wie, wo, wer geht wohin? Achso, sie ist wieder da hinten. Lass mich einfach mal hier die Gegend erkunden, Mensch. Nerv hier nicht rum. Hilf mir lieber. So. Komm doch einfach mit, dann siehst du, wo ich hingehe. Was tust du da? Ich gucke. So, Frederik, Fredland und Sohn. Dumm wie ich bin, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie der Bruder heißt. Man könnte natürlich sagen. Land, was? Land? Händlerei. Okay. So ist wahrscheinlich wie so eine Art ja, das ist so der Laden des Ortes hier, ne, wo man alles Mögliche kaufen kann. Vermute ich. Odins Melk. Okay. Tabak. Und noch anderes Gedöne. Ja, so ein ganz normaler Krämerladen, so in der Richtung. Auch geschlossen. Moment, was haben wir hier? Eine Telegrafenstation, okay. Und was? Ricks Telefon. Okay. Interessant. Ja, gut, mein Norwegisch ist etwas eingerostet. Kann ich nicht lesen. So,
Ich gehe mal dazu der nervigen jungen Dame. Die hört ja nicht auf, hier irgendwie komische Fragen zu stellen. So, was tust du da? Wohin gehst du? Statt einfach mal mitzukommen und zu sehen, was man tut und wohin man geht. Ja, sehr gut. Ich komme ja schon. Ich fürchte, sonst kommen wir auch nicht weiter, ne? Also selber so ein bisschen hier so rumstöbern und gucken ist hier in diesem Spiel wohl nicht unbedingt wohl gelitten. Da hinten. Wo will sie denn jetzt hin? Sie mag wieder Ratschlag machen. Gut. Soll sie tun? There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Ich war dabei, mir verschiedene Gebäude anzugucken. There must be someone around. Ja, toll. Only one way to find out, old sport. Oh, was ist denn hier los? Das war für ihn aber noch zu. Hallo? Hallo? Who's there? Hallo? Hey. Anyone home? Hallo? Also, irgendjemand muss ja hier die Tür geöffnet haben. Die wird nicht von alleine aufgegangen sein, denke ich mir. Das war ja hier alles zu. Unsere etwas übereifrige junge Dame wird jetzt nicht gewesen sein. Und gut, es kann natürlich durch einen Luftzug jetzt die Tür zugegangen sein. Aber das ist schon etwas seltsam. Gut, ich habe gesehen, wir können da was lesen. Was anderes können wir hier nicht machen. Natürlich im Schlafraum hier wieder rumschnüffeln und so. September 21st, 1923. Wie desperate. Lissy, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in Good Sforlata. Good God. Right. In this godforsaken place. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. The letter just trails off. It was never sent. Das ist scary. Die Kinder sind alle gestorben? Was genau ist hier passiert? Heißt es dann auch, dass die Tochter von unseren Gastgebern gestorben ist? Das muss aber geschehen sein, nachdem der Brief abgeschickt wurde von ihnen. Im August hat sie noch gelebt. Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're skittish as a pussycat. There's one more house. Third time's the charm. Ja, okay. Dann schaue ich mich mal hier noch ein bisschen um. Moment. Hier konnten wir gerade auch noch nichts machen. Dann versuche ich es jetzt mal. Anyone home? Unless they're playing hide and go seek. I'd say that's a no. Niemand zu Hause. Three strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Someone painted the word traitor on one of the doors. And there was a letter. It sounded foreboding. Well, you were wrong. The villagers are not indoors. Where would Betty go if she was here right now? I'm sure she'd go for soda pop. Do you think they'll have cola at the general store? Doubtful. Boo. Betty likes exploring new places. She'd have done the same here. And she'd have left some trace of where she'd gone. I just need to put myself in her mind. See this place through her eyes. Well, it's a bright and beautiful day. And we have nothing better to do. What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3.
Just go on ahead. I'll catch up. Ja, ich bin mal gespannt. So, ja, okay, da wurde jetzt gerade gespeichert. Ich nutze die Gelegenheit und würde mich bei der Gelegenheit dann hier auch dann verabschieden wollen für diese Folge. Wir schauen der jungen Dame mal bei ihren Handstandversuchen zu. Also, das sind aber keine 2 Minuten gewesen. Das habe ich jetzt genau gestoppt. Gut, ich bedanke mich für euer Dabeisein, für euer Interesse. Freue mich natürlich über Likes, Kommentare und dergleichen. Wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.